Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kacheln. Ne. Sieht immer noch aus wie 4. Ich bin schon relativ konfus heute. Also, um das kurz zu erklären, ich werde mehr und mehr konfus, wenn Fahrstühle einfach mal dunkel werden und sich öffnen auf irgendwelchen Baustellenebenen. Nee, mein Konfuzitätsgrad steigt jeder Aufnahme. Some lab work. Das sieht wieder All right, head gruselig back to aus. the roof and sit tight. It may be a while before we can get a ride out of there for you. Understood. Wieso bauen die? Bin ich auf der falschen Etage? Die Tür ist zu. Nein, es ergibt keinen Sinn. Ja. Oh, ja. Den Fehler hatte ich doch schon mal gemacht. Dass ich pointless durch die Gegend gelaufen bin, obwohl ich hätte hier irgendwo hoch müssen. Hochgemusst. Na gut. Also bisher haben mich die Entwickler echt noch mit solchen What the fuck-Momenten in Schächten zufrieden gelassen. Vielleicht bleibt das so. Wäre ich euch sehr dankbar. Ich meine. What? Okay. Ja, ich weiß, es ist dämlich, aber ich will das jetzt mal nur aus reiner Interessen halber einfach. Ich will wissen, was da unten ist. Oh. Ja. Auch sonst. Das dachte ich mir schon, aber ich wollte es halt wissen. Mein Forscherdrang hat mich dazu bewegt, mich selbst zu töten. Wie schon viele Forscher vor mir. Drücken F. Was? Alienware? Steht da wirklich Alien? Ja, natürlich ist es. Das ist ja eine Riesenschleichwerbung hier. Uiuiui. Ich dachte schon, ich bin schlimme Pepsi, aber das ist ja noch viel krasser. Obwohl. Ich mach so wenig Schleichwerbung für Pepsi. Mr. Pugnacks macht viel mehr. Aber der hat auch die Lizenz dafür. Hört man wirklich Wind? Oh. Das finde ich cool. Ja, genau, Vogel. Wenn es jetzt einen richtig krassen Windstoß geben würde, läge ich auch irgendwo unten. Der hat noch nicht mal den Teppich ausgerollt hier. Das ist ja alles noch so im Bau. Das ist auch so eine kleine Phobie. Ich habe eine Phobie vor Gebäuden, die im Bau sind. Da konnte mir mein Therapeut auch noch nicht helfen. He may come this way. Ich bin ihm genau entgegengelaufen. Movement! Oh shit. Nachladen. Oh shit. Das waren sie auch schon. Hat sich gar nicht mehr gelohnt, für den irgendwelche Slow-Mo einzusetzen. Dabei sollte ich wirklich öfter Slow-Mo einsetzen. Obwohl ich aber auf der einen Aufnahme voll gemerkt, wie scheiße laut dieser Slow-Mo-Sound rüberkommt. Vielleicht sollte ich das auch nochmal adjusten. Das Problem ist, ich muss das alles manuell korrigieren. Es ist ja nicht so, dass mir das Spiel irgendwie eine Möglichkeit dazu gibt. Sicher, man kann das alles leider machen, ja. Da hat man ja auch nicht, was man haben will. Ich mir schon zweimal sicher, dass ich den in den Kopf geschossen habe. Aber immer noch nicht tot. Pff,
für 150 Schuss für die Schrotflinte. Das reicht ja bis zum nächsten Weltuntergang. Der ja sowieso nächstes Jahr kommt. Zufällig genau zu meinem Geburtstag. Oh, jetzt habe ich ja indirekt meinen Geburtstag verraten. Naja. Wie viele von euch wissen schon, wann die Welt untergeht? Kurzer Google. Oh, ja genau, das dachte mir auch. Oh, shit. Ja. He wiped out the whole squad. That's what I'm doing. That's what I'm good at. Naja, okay. Wirklich gut bin ich nicht wirklich. Fire and Rescue is giving up on Jankowski. I'm hoping it has banged his head really hard and he's wandering around the harbor with amnesia. Richtig. Jankowski rennt durch den Hafen, weil er sich den Kopf irgendwo aufgeschlagen hat. Denn, Kinder, wisset, dass wenn man sich den Kopf irgendwo aufschlägt, dass man dann auch zu Staub zerfallen kann und andere telekinetische Superkräfte hat. Ich meine, das ist ja allseits bekannt, ne? Ich sehe jetzt schon wieder ganz viele Kinder, wie sie ihren Kopf gegen die Wand hauen. Nur um diesen Effekt zu kriegen. Super Sache. Ja, das war Side Sweep. Ohne Sweep. Ouch. Na, report. Hey Jungs, ich bin tot. Oh, doch nicht. Granate. Ich halte mich viel zu lange mit euch auf. Hey, der war gut. Muss man auf meine Notizen schauen? Ja. Oh, es geht weiter. Entschuldigung, ich musste gerade was lesen. Ja, da haben wir wieder zersplittert in Einzelteile und Blutpartikel. Wieder mal der Beweis für E gleich MC Quadrat. Die Umwandlung von Masse in Relation zu Licht zum Quadrat. Und der Typ wurde zur Energie. Also seine Masse multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat hat sich gerade in Energie entladen und das war das Outcoming, was wir gerade gesehen haben. Ziemlich eklig. Wow! Komm schon! Ja! Ja, genau. Erst verrückt lachen und dann einfach Pause drücken. Was macht der denn für Saltos, Purzelbäume? Es raucht hier einfach viel zu viel. Ich hab jetzt gerade eine Granate versehentlich geworfen. Oh Mann. Ich habe keine Kontrolle über meinen Abzugfinger und noch weniger Kontrolle über den Finger, der ständig über dem Granatenknopf liegt. Der löst sich dauernd selber aus, ich weiß auch nicht wieso. Ist vielleicht ein Makro oder so. Alle 5 Sekunden einfach mal eine Granate werfen. Ob es nun sinnvoll ist oder nicht. How you holding up, Mr. Bishop? Looking forward to getting the hell out of here. Bet you are. Yep, buddy, you are getting out of here. Probably in a body bag, so... You are probably dead, but you are getting out of here. I told you. Ups. Ooh, here's another level. Fear Combat Operative will rendezvous with Holiday at the helicopter landing zone. Hal said. Wie kann man nur Holiday heißen? Also Holiday. Holy. Holy Day! Holy Mother Mary Day. Oder so.
Klick, klack. Search this area. He could be here. There's a spy around here. Morris, there's a spy around here. Oh, of course. Der wusste gar nicht, wie es ihm geschieht. Man down. Actually, two men down. Well, three. Ich mache jetzt keinen Body Count mehr. Das kotzt mich hier selber schon. Außerdem könnte dabei irgendwie auffallen, dass ich mich verrechne und dann wäre das extrem peinlich. Dann wären meine schlechten mathematischen Fähigkeiten entblößt. Ich würde mich zu Tode schämen. Hallöchen. Wo kommst du denn her? Muss ich nicht gleich so in der Luft drehen? Voll die Schraube gemacht, Junge. Versteck dich, versteck dich. Danger, no trespassing. Ha. Wie könnte ich denn? Also, trespassen kann man natürlich auch nur, wenn man nicht befugt ist, in diesem Gebiet zu sein, ne? Da ich ja von der Regierung geschickt wurde, denke ich mal, habe ich die Befugnis, überall hinzugehen, wo es mir gerade passt. Klack, kluck. Check it, copy. Boom. Irgendwie wie ein Labyrinth hier. Ich komme ja kaum noch klar hier. Nee, von dem Weg kam ich. Und das vergessen wir am besten nicht, denn ich habe einen neuen und das könnte... Was? Da sprengt irgendjemand mit Granaten? Du dummer Idiot! Was versucht Silvester ohne mich zu feiern hier, mit deinen scheiß Granaten? Das war nur ein B-Baller. Wir haben ein Update auf die Situation at Arvacam Headquarters. A company spokesperson has confirmed that many employees were still. Das klappt sogar. Scheiße, ich wollte die Radiosendung hören. Mist. Ich dachte, das Ding wäre genauso unkaputtbar wie Kameras oder jegliche andere Scheiße im Spiel. Offline. Aber ich höre einen Helikopter. Hey, nehmt mich! Achso, ne. Hä? Das ist ein Mensch! Ich hau ihn nur K.O. Ich hau ihn nur K.O. Scheiße, noch mehr Menschen. Also, ihr wisst, was ich meine. So oft wie ich meine Klonansprache schon gehalten habe hier. Oh! Werden alle umgeboxt. This way! So stirbt ja niemand. Oder? Pin him down! Kostet zwar einige Minipacks. Aber. Na super. Jetzt ist noch die Aufnahme gleich zu Ende. Okay, ich bringe mich in Sicherheit. Nein, nicht pausieren. Ich brauche Sicherheit. Verdammt nochmal. Ich muss doch die Aufnahme beenden. Au. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten pazifistischen Folge. Bis dann.